Willkommen zurück bei Firewatch. Ja, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich, wir wollen gucken, ob unsere Leitung defekt ist, kaputt ist, was auch immer. Und unser netter Typ hier steht immer noch hier. Unser Forest Burns. Okay. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken, in welche Richtung wir gehen müssen. Wir müssen auf jeden Fall zu einem Ab. Er müsste eigentlich da hinten sein. Wir müssen zum Dixie-Klo. So, ne, jetzt unserem Plumps-Klo müssen wir. Wo ist denn unser Plumps-Klo? Anscheinend ist hier ein bisschen was umgestürzt. Umgestürzter Baum. Ooh, that wind last night actually tore up some trees near my tower. I know, right? Ugh, it's out of this world. Now, imagine we had a big fire burning. Yeah. Jesus. It's something else. I've seen a still evening kick up 45 mile an hour winds in no time. If that happens this summer, you'll really be in for it. Nein, danke. I feel like I'm gonna be murdered when I'm in the outhouse. Feeling a little exposed, are we? Hey, no man in the history of the world has felt tough with his pants around his ankles. Well, be strong. You can always call if you're having trouble. Sure, I'll do that. Ich würde den Baseball gerne nehmen, der. Okay. Geht doch nicht. Ja, bitte sehr. Ich dachte, ich könnte vielleicht einen Dialog starten damit, aber kann ich nicht. Okay. Ich will eigentlich nur das umgestürzte Schild. Da komme ich nicht mehr lang. Hier irgendwo müsste eigentlich mein Schild sein. Oder ist es auch nicht mehr hier? Okay. Wo lang muss ich denn? Muss in Richtung Norden und ich gehe gerade komplett in die falsche Richtung. Okay. Gut. Müssen also in Richtung Norden, also in diese Richtung. Dann mal auf geht's. Aber ich sehe hier, wie gesagt, nirgends mein Schild. Von wegen. Der Weg ist versperrt. Nein, ist er nicht mehr. Ah, hier ist er. Sprung nach unten klingt übrigens nicht gesund. Aber gut, kriegt er anscheinend ganz gut hin. Können wir reden? Delilah? Okay. Leider mag gerade nicht mit mir reden. Schade eigentlich. Hätte sehr gerne mit ihr geredet. Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? Oh. I just spend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Well, but you're taking a little break, or we're. Look, I'm sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Ich wollte ihr halt. Hey, I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. Wir sprechen. That would be my wife, Julia. Oh, like
like your wife or like she's taken half my stuff wife? My wife. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Ich möchte ihr die Wahrheit erzählen. Keine Ahnung, ich möchte Delilah die Wahrheit erzählen. Er speichert hier auf jeden Fall. Okay. Das hat jetzt niemand... das hat jetzt niemand gesehen. Wir sollten noch in die Nähe der Höhle, oder? Hier waren wir natürlich schon dran. Wir können die trotzdem mal eben öffnen, einfach nur um zu gucken, ob... Ja, das Geweih ist immer noch da. Okay. Es ist natürlich die Frage... Wohin müssen wir? Das weiß ich gerade noch nicht. Lücke im Gebüsch. Gebüsch. Entfernen. Aha. Okay. Was mich ein bisschen wundert, ich erinnere mich gerade nicht, ob ich in den letzten zwei Parts schon Tiere... Okay, ich sehe überall Tiere. Nevermind. Schon gut. Hat sich erledigt. Ich sehe Tiere. Ich weiß halt gerade nicht, wohin ich... Da waren wir schon, da oben. Ich erinnere mich. Wir konnten uns damals nur noch nicht runterseilen. Okay. Wenn hier irgendwas ist, dann würde ich es gerne. Ich möchte so viele Dialoge gerne haben, wie ich nur kann. Aber gerade scheint es etwas schweigsam zu sein. Henry hat nicht die richtigen Gesprächsthemen und Delilah hat irgendwas zu tun. Und ich hänge im Stein fest, okay. Das sieht aus wie ein kleiner Tannenbaum. Da haben wir doch die Leitung, fällt mir gerade auf. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Okay. Ich soll also jetzt die komplette... das verfolgen halt. Wir gucken uns natürlich währenddessen mal ein wenig um. Wo sind wir denn hier? Feuerwachturm Thoroughfare und Beartooth Point. Schauen wir mal, was wir hier so. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Aber sie hat doch gerade eben mit irgendwem gesprochen. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. Eins, zwei, drei und die vier. Ich wette, irgendeins hat nachher eine andere.
Found an old hat from a Korean War vet. You'd be surprised how many former service members take this gig. Well, makes sense. I imagine if you've been through war, you probably can't get enough silence. Anything I should know about the cabin at the top of this hill? Hello? Okay, then. Jetzt habe ich das natürlich nicht zu Ende gehört. Außer, dass ich sie vielleicht hätte sagen wollen, ich hätte nicht reingehen sollen. Schöne Gitarre. Alter Ofen. Ruppig, mein Freund, ruppig. Wie du das hier aufmachst. Ich kann nicht mit ihr. Ja, ich kann die unten untersuchen. Oh, ich kann nicht darüber reden. Aber ich weiß auch gerade nicht, was sie gesagt hat. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ich habe den Dialog damit, dass ich die Tür aufgemacht habe, unterbrochen. Schade. Okay. Muss ich mir wohl irgendwie ausdenken, was sie gesagt hat. Wahrscheinlich, dass ich da nicht reingehen soll. Oder? Weiß ich nicht. Vielleicht doch. Ich habe den Problemfall gefunden. Okay. Wir wissen, wo wir hin müssen, glaube ich. Mal schauen, was wir alles auf dem Weg noch finden. Das ist so gerade eher meine Frage. Wir sind gerade eher in einer Art ja, Canyon. Da oben ist wieder eine Box. Über dem Stromhaus was sagen? Nö, ne? Kann ich nicht. Schade. Irgendwas sehen tue ich hier aber auch nicht. Wie gesagt, das vorne ist die Box, von der ich geredet habe. Und da oben müssen wir, glaube ich, hin, weil da ist ja eindeutig fehlt da. Oder geht das da hinten weiter? Gucken wir gleich mal. Zuallererst versuchen wir mal hier hochzukommen. Irgendwie. Und das ist nicht von dieser Seite, das irgendwie. Das irgendwie kommt eindeutig von hier. Hallöchen. Da haben wir mal eine Versorgungskiste mit 1, 2, 3 und 4. Und die Karte hätte ich erstmal gern. So, und die Nachricht. Die würde ich gerne lesen. 30.07.86. Hi Dave, ich habe gelesen, dass du mir etwas Wichtiges mitteilen willst. Sorry, dass ich nicht zu dir gekommen bin, hab dich den ganzen Tag lang gesucht und gedacht, du wärst beim Canyon, um den Studenten aus der Patsche zu helfen. Da lag ich wohl falsch. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dir eine große Hilfe wäre. Wir sind schließlich Arbeitskollegen. Amigos profesionales. Aber wenn du jemanden brauchst, um einen Bierkasten zu vernichten und in der Vergangenheit zu schwelgen, sag Bescheid. Nur Lebensweisheiten habe ich keine. Du verstehst schon. Bis bald, Ron. Okay. Six feet down under. Für $2,50? Das ist aber ein günstiges Buch. Und noch mehr Kiefernzapfen. Wenn es irgendwann heißt, ich soll Kiefernzapfen sammeln, habe ich ein Problem. Ja. Gut, wo wollte ich hin? Ach, direkt über mir. Soll ich nur noch wissen, wie ich da hinkomme. Vielleicht sagt mir die Karte ja jetzt irgendwas.
Darum bin ich. Und komme anscheinend nur über den anderen Weg hier hin. Yep, okay. Dann eben auf dem anderen Weg. Gut. Gut, dann eben auf dem anderen Weg. Wir müssen also wirklich dieser, den Masten folgen quasi. Dün, dün, dün. Das ist merkwürdig. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before. Yep. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Okay. Aufräumen. Aufräumen. Und hochklettern. Jetzt räumen wir denen hier schon hinterher. Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. How adventurous of you. I've been doing a lot more climbing out here than I expected. Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. Was zum? Ah, jetzt kann ich's. Ihr wollt mir doch jetzt nicht erst erzählen, ich kann jetzt die Bierdose nicht. Ja, super. Ich kann nicht alles aufräumen, auf jeden Fall. Ich hoffe, dafür gibt es kein Achievement, weil das wäre ansonsten jetzt gemein. Okay. Dann gehen wir mal schnurstracks da oben hin, wo die Leitung eindeutig gekappt ist. Und die Bierspur folgt sich weiter. Moment. Da ist was. Ich will das sehen. Yeah, okay, the wire's down here. Okay, good. Any sign of those girls? Did they mess with anything? I'll look around. Was ist das da? Go to hell. Und das sieht aus wie ein Schlüpfer, der aber irgendwie die Übergröße hat, eindeutig. Ich kann das, warum kann ich das nicht melden? Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Ich möchte das gerne untersuchen. Kann ich nicht. Also, go to hell. Okay.
Tja. Also Bier liegt hier genug. Und es ist auch quasi eine komplette Spur, die sich hier durchzieht. Eine Spur des. Wir führen, wir folgen der Spur des Bieres. So, links oder rechts? Gucken einmal kurz links, ob hier irgendwo ein Bier liegt. Sieht nicht danach aus. Und dann gehen wir nämlich den anderen Weg. Weil es da hoffentlich wieder Bier gibt. Wie gesagt, wir folgen der Spur des Bieres. Bier. Was hat das gerade zu bedeuten, dass mein. Wurde mein Bildschirm nicht gerade irgendwie anders? Ich habe gerade irgendwie das Gefühl. Oder die Einbildung, dass mein Bildschirm gerade irgendwie. Okay. Ich glaube, ich bilde mir gerade sehr komische Sachen ein. Ich sehe kein Bier. Tell you all this climbing and jumping, it's pretty invigorating. Just wait for the rest of the summer when you'll be sitting on your fat ass 14 hours a day. Supply drop. Okay, wir gehen in diese Richtung. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo bin ich hier? Ich bin. Tja, da. Okay, der Supply Drop ist theoretisch eine Sackgasse. Da wollen wir aber dann auch erst hin. Ich meine, warum nicht? Da hinten sehe ich schon eine Kiste. Kann ich nochmal über die Aussichten staunen? Schade, kann ich nicht. Okay. Das ist aber eine große Versorgungskiste. Eine sehr große. Sollte die leer sein? Ich behaupte eigentlich nein. Okay. Ich behaupte einfach mal, dass die nicht leer sein sollte. Okay. Ist sie aber. Also, wo geht's hier lang? Zu einer Seilbahn? Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes! Holy moly, I need to call this in! Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility? There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years? You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life? Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Geil. Also, sehr, sehr schön. Ich mag dieses Spiel sehr. Bis jetzt mag ich das Spiel. Also, die Dialoge zwischen den beiden sind Gold wert, meiner Meinung nach. Die sind absolut genial. Gut, wir gehen also jetzt mal den richtigen Weg wieder. Obwohl, wir haben jetzt so lange kein Bier gesehen, dass ich nicht weiß, ob ich wirklich überhaupt richtig bin. Und da haben wir einen schwebenden Baum. Der linke. Ja, aber. Ich möchte hier keine Bugs, Fehler oder sonst was entdecken eigentlich. Okay. Ich möchte hier ja gar nichts kaputt machen. Ich mag das Spiel gerade so, wie es ist.
There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Da ist ein Seil drin. Eine Kamera. Und das Seil. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. He was a lookout? Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned, and, one day they were just gone. Sucks. Einfach. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Ich hab nur 18 Schuss. Okay. Aber wenn mir irgendwas total Tolles auffällt, dann. Kann ich hier. Nein, kann ich nicht. So, kann ich jetzt hier runter, ohne zu sterben? Man mag es kaum glauben. Und das Seil bleibt da jetzt schon vermutlich auch hängen. Es wollte mir erzählen, dass ich für das hier auch noch einen Seilhaken möglich. So tief. Halt, stopp. Stand da gerade was auf dem Stein oder habe ich mir das eingebildet? Okay, ich hab's. Entschuldigung, ich hab's mir eingebildet, alles gut. Ja, man kann sich ja auch mal was einbilden. Einbildung ist auch eine Bildung. So, da haben wir den nächsten Lock, also den nächsten, die nächste Versorgungskiste, genau. 1, 2, 3, 4. Und da haben wir wieder eine Karte. Wieder eine Nachricht. Monat bevor wir die letzte. Hi Dave. Rate mal, wer nächste Woche mit Debbie ausgeht. Nein. Nee. Nicht dieser Schlappschwanz von Steve, sondern ich, Ron, höchstpersönlich. Ich war auch schon oben bei Two Forks, um mir den Namen anzusehen. Den neuen anzusehen. Habe dann gehört, wie er mit sich selbst redet. Also mehr als üblich für einen Brandwächter. Und beschlossen, mich lieber von ihm fernzuhalten. Weißt du noch, als du den Typen bei Chimney Rock dabei beobachtet hast, wie er sich auf der Hängematte mit sich selbst vergnügt hat? Ich glaube langsam, die bei der Forstverwaltung nehmen nur Geistesgestörte und Perverse. Außer uns natürlich. Wir sind die Creme de la Creme. Stoßen wir auf Debbie an. Ron. Kann man Delilah auch Debbie nennen? Hm? Hey, who are these guys Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Die bewahren wir ebenfalls auf. Und wir haben hier eine Kralle. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler? Maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece.
Ich kann den Stein nicht melden. Warum das denn nicht? Das ist ja gemein. Okay, wir machen hier einen kurzen Cut.